Wenn die Warenkreuzer sich in Bewegung setzen, um den turbulenten Ölmarkt auszugleichen, was geschieht mit ihren Währungen? Ich bin Monika Gibson und heute besprechen wir mit Erika Blomgren den Euro Norki. Erika, trotz aller Turbulenzen senkte die Norges Bank gestern den Leitzins zum ersten Mal seit 2 Jahren und schickte die Krone auf den niedrigsten Stand seit 2009. Ihre Einmonatsprognose lautet 9,20. Haben Sie sowas erwartet? Nein, für die meisten war die Zinssenkung eine Überraschung. Die Norges Bank motiviert die Ratensenkung durch das schleppende Wachstum der Binnenwirtschaft, die durch einen scharfen Einbruch in der Erdölindustrie und natürlich die sinkenden Ölpreise verursacht wurde. 9,15 lautet Ihre mittelfristige Prognose. Haben Sie jetzt die zweite Zinssenkung 2015 eingepreist, wie einige Analysten vermuten? Nein, wir sind nicht so sicher. Das Risiko einer Zinssenkung im März ist zwar hoch, wenn sich die Ölpreise weiter nach Süden bewegen, wie die Zinssenkung indiziert. Aber ich glaube nicht, dass sich die vorsichtige Wachstumsprognose der Bank verwirklichen sollte. Das Wachstum müsste 2015 auf der Oberseite überraschen und die Ölpreise dürften sich im Frühjahr stabilisieren. Daher akzeptiere ich die Idee einer Zinssenkung im März und glaube, die Norges Bank wird auf der Hut bleiben und die NOK unterstützen. Die Zentralbank meint, ihre Aufgabe sei, einem viel zu schweren Abschwung vorzubeugen. Weiter vorne sehen Sie den Euro NOK bei 8,75 stehen. Halten Sie die norwegische Wirtschaft für robust genug, die jüngsten Schocks zu überstehen und sich weiter zu stabilisieren? Teilweise ja. Und ein weiterer Grund ist die derzeitige historische Billigkeit der Krone. Und da die gesamteuropäische Wirtschaft im Jahr 2015 voraussichtlich vernünftig aussehen wird, müsste die Norges Bank zumindest nach März die Krone stützen. Aber bevor sich der Aufwärtstrend einsetzen kann, sollten sich die Ölpreise stabilisieren. Darüber hinaus wird die Wirtschaft einen schwachen historischen Kurs brauchen, um die Exporte zu unterstützen. Deshalb sollte der Abwärtstrend voraussichtlich sehr allmählich sein. Erika, es ist immer eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Liebe Zuschauer, das war's von mir im Moment. Auf Wiedersehen. Goodbye for now.